Hallo liebe Handballfans, Max hier wieder. Heute stelle ich euch zum Anlässlich des 75. Geburtstags von Puma die beiden Jubiläumsmodelle vor. Hier auf meiner rechten Seite haben wir einmal, wie es hier eingraviert ist, den Eliminate und auf der anderen Seite den Accelerate. Wie ihr hier seht, ist der Schuh charakteristisch an die damalige Zeit angelehnt. Das Blaue hier war damals Wildleder und ist natürlich heute aus einem anderen, stabileren Material und daher auch ganz top modern. Die Sohle ist hier mit dem Puma-Logo, was natürlich auch super ist und ziemlich dunkel wie in der damaligen Zeit auch. Hier seht ihr auch gut, dass Puma hier noch die 75 eingraviert hat. Als ich in den Schuh reingeschlüpft bin, hat es sich gut angefühlt, muss aber auch sagen, dass der Eliminate relativ breit ist. Das heißt, für meinen Fuß war er wahrscheinlich etwas zu breit. Aber er hat sich auch für mich sehr gut angefühlt. Auf der anderen Seite, und das ist mein persönlicher Favorit, ist der Accelerate wie auch in der Wheel Cage eingraviert. Der Schuh sieht nicht nur super aus, sondern hat sich auch auf dem Handballfeld super angefühlt heute im Test. Wie auch hier, also da die prägnante dunkle Sohle und das Puma-Symbol extrem groß drauf gedruckt. Der große Unterschied zwischen dem Eliminate und dem Accelerate ist natürlich der für den Accelerate typische Power Tape. Könnt ihr hier sehen und auch lesen, dass es hier in einem typischen Rot gehalten und hier auch stark eingraviert ist. Dieser Schuh ist auf eine limitierte Anzahl begrenzt. Der Kostenpunkt liegt bei 150 Euro. Das heißt, diese Kombination heißt, wenn er euch gefällt, schlagt schnell zu. Die Frage an euch, welcher Schuh ist besser? Der Eliminate oder der Accelerate? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen und gebt uns Feedback auf unseren Social Media Kanälen.